Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias die fette Kokette, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Ansage ist tatsächlich schon mal wieder ein bisschen länger her, da ich ja aktuell die ganzen Songs aus dem Twitch-Stream nach und nach hochlade. Aber wir müssen auch mal wieder normale Videos machen, und heute gibt es Citatio Mortis mit Alive Now, denn die sind aktuell, die haben nämlich einen Metal Fight Club gegen Hämatom gemacht. Das hieß darum, wer 48 Stunden den besten Song auf die Beine stellt, und das muss das Ganze mit Klicks dann, wird dann entschieden oder aufrufen, wer am besten oder wer gewinnen wird. So genau weiß ich es nicht. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, die haben damit Challenges gemacht, wo sie sich gegenseitig behindern müssen. Der Tetze von der Halbgottschmiede hat dort etwas mitgewirkt. Sehr, sehr cool, war sehr witzig. Zu Citatio Mortis müssen wir nichts großartig sagen. Eine wunderbare Mittelalter-Rock-Metal-Band. Und wie gesagt, die haben jetzt in 48 Stunden den Song Alive Now auf die Beine gestellt. Dazu gibt es ein Video, das haben Hämatom auch. Das machen wir dann wahrscheinlich morgen. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, wie dieses Video ist. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht sagen um den heißen Brei, sondern direkt rein. Alive Now von Citatio Mortis, jetzt hier auf meinem Kanal. So, dann lassen wir uns mal überraschen, was die Jungs auf die Beine gestellt haben in 48 Stunden. Ne? Und der ich gewinne sehr mit dem Song. Schauen wir mal. Jetzt sehen wir ein bisschen. Doch, genau. So. Der Anfang ist schon mal super. Ja, geil. Wie die aussehen. Herrlich, Hämatom, geil. Oha. Die Outfits sind ja mal geil. Lucy schießt wieder den Vogel ab hier. Kuchen. Immer verschärft im Outfit von Alea hier. Oh mein Gott. Ja, die Autos sind geil. Aber es ist ein richtig geiles Partylied, finde ich. So richtig, richtig Party. Und man merkt hier auch wieder, dass Citatio Mortis, ja, es ist einfach Citatio Mortis, ne, mein Herz. Man hört's. Ja, man hat diese schönen mittelalterlichen Instrumente. Ein schön entspannter Anfang, und der Refrain ist wieder so leicht härter angehaucht, finde ich super. Macht Spaß. Ja, gönn dir. Oh mein Gott. Oh. Also man muss hier mal ganz klar sagen, es ist super, dass sich Hämatom überhaupt nicht ernst nehmen. Das macht immer alles so deutlich entspannter, wenn die Bands sich selbst nicht ernst nehmen und einfach nur Spaß haben. Und ich glaube, dass die beiden Bands hier massiven Spaß hatten. Also nicht nur beim Songwriting, sondern beim Videodreh. Alter, der Refrain schießt schon alles ab. We are
Oh, bitte nicht. Ah. Oh, weia. So, jetzt nochmal richtig Aufbau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Video liegt oder an meiner Internetverbindung, dass das manchmal so hakt oder so leichte Probleme hat. Das muss ich gleich nochmal checken nach dem Video. Ich finde, das ruckelt immer. Oder bleibt kurz stehen so. Geil, das Video, der Song macht Spaß. Das Video sowieso. Das ist Party. Das ist ein richtiger Party-Song. Oh. Könnt ihr bei mir arbeiten. Ja, das waren Satatio Mortis mit Alive Now, ihrer Single aus 48 Stunden harter Arbeit gegen Hämatone im Metal Fight Club und ein wirklich genialer Party-Song ist das geworden. Also ich feiere den Song von vorn bis hinten. Es ist Satatio Mortis pur. Wir haben hier einen entspannten Anfang, wir haben einen richtig geilen Refrain mit richtig Ohrwurmpotenzial und einfach massiv guter Laune. Ja, der Refrain hat natürlich auch eine gewisse Härte wieder, so wie es bei Satatio Mortis ja auch recht oft üblich ist. Und es macht einfach Spaß. Alleine auch das Visuelle. Ihr wisst, ich bin so ein visueller Typ. Ich liebe Musikvideos. Es hilft dem Ganzen immer, dass der Song mehr im Kopf bleibt. Und das zu sehen, wie sich Hämatom und Satatio Mortis hier von vorn bis hinten nicht ernst nehmen, macht das Ganze einfach so wunderbar stimmig. Also der Song hat mir schon extrem gut gefallen und ich bin sehr gespannt, was Hämatom da hinterher klatschen werden, wie das Musikvideo sein wird. Die werden ja wahrscheinlich zwei unterschiedliche Musikvideos gedreht haben, gehe ich mal stark von aus. Und da lassen wir uns einfach überraschen. Das Ergebnis werdet ihr dann am nächsten Tag sehen. Bin sehr gespannt. Schätzt mal ein, wer von den beiden gewinnen wird und vor allem draufklicken. Ich habe es tatsächlich bereits natürlich schon einen Klick dagelassen. Und einen Daumen nach oben, ganz klar. Macht das aus. Ihr findet den Link zu beiden Bands in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus. Knallt euch den Song richtig um die Ohren. Dreht ihn richtig auf. Trinkt ein Bier oder Sekt oder whatever. Und habt einfach Spaß, denn der Song ist wirklich partyhart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.